Füge einfach die Musik im Nachhinein wieder mit ein ins Video. Obwohl, so. Nee, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Okay. 5 Musik und an. 5, schauen wir mal. Wow. Sag mal kurz was. Hallo. Ja, gut, das oh, passt. Cool. Meine Tür buggt. Bis zum Weg. Ja, wie immer. So. Das war episch. So, stellen wir mal auf 3 und 2. Vielleicht geht's dann, ja. Welche so. Hast du Hamachi an? Oh nein. Ja, genau. Puh, ich bin so schlau heute. Ja, ja. Natürlich. Ich hab diesen netten, das nette Ding immer noch nicht drauf. Also ich hab, wie als Bucket jetzt heute noch nicht. Im nächsten Mal gibt's wieder Bucket. Noch Vanilla-Server, oder? Genau. Nächstes Mal gibt's wahrscheinlich dann wieder Bucket. Na gut. Jetzt überdröhnt es bei mir auch alles. Einen Moment, ich stelle die Musik gleich leiser. Ja. Ich würde sagen, wir starten die Musik nicht gleich am Anfang, sondern wir starten die Aufnahme, begrüßen und dann starten wir die Musik. Ich habe jetzt die Aufnahme schon gestartet und habe die Musik dann hinterher halt angefangen. Oder ach so. Es einfach, oder ja, Moment, das Problem ist aber halt, naja, okay. Ja, ich mach's dann so, ich starte dann die Musik nach der Begrüßung. Ja, ja, mach das. Alter, wo miaut hier die Scheißkatze? Ach, hier miaut die Scheißkatze. Moment mal. Ups, hoppla, fail. So. 34 Level kostet das, alles klar. 10 noch. Moment kurz. Kümmern wir uns mal um unser Feld, während die anderen noch so ihre... Also ich mache hier immer eine coole Pre-Show, während die anderen halt rumgammeln. Ja. Ich mach's jetzt so. Zeitgesteuerte Aufnahme, 19:33 Uhr bis 21:33 Uhr. Also wie jo. Ist es für zwei Stunden angelegt? Phil muss heute mal ausnahmsweise schon um 9 gehen, das macht aber ja nichts. Nee, ist nicht. Trotzdem länger als sonst. Das stimmt allerdings, vor allem, weil ich jetzt mal über 200 GB frei habe. Ja, krass. Auf E. Das sollte auf jeden Fall für eine Weile reichen. Gut, also ich fange jetzt einfach auch mal die Aufnahme an. So. Mhm. Stefan, du sagst Bescheid, wenn wir anfangen können. Genau. Wie gesagt, 19:33 Uhr. Ja, geht klar. Noch 10 Sekunden. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, los! Grüezi. Grüezi mit der Not. Sag mal, warum haben wir auf einmal so komische Dialekte? Ich hab keine Ahnung. Ich bin gerade dabei, mein Feld abzuernten und hab 47 Karotten rausbekommen aus meinem Karottenfeld. Ich bin gerade irgendwie verwirrt. Was sollte ich eigentlich das letzte Mal machen? Achso, ich wollte mir eine Mine buddeln. Jetzt halt. Apropos Stefan. Diese Kackkatze regt mich echt auf. Stefan. Ach, eine Katze. Die Katze, die ich mir letztes Mal noch ganz am Schluss geholt habe. Stefan. Die laufen ständig Ozeloten rum. Hier läuft schon wieder einer rum. Lol. Ja, Quentin, was gibt's? Ich habe mir überlegt, es wäre doch viel schlauer, wenn du Diamanten findest, wenn du mich rufst und ich sie mit meiner Glücksspitzhacke abbaue, dann teilen wir uns die Diamanten und wir haben insgesamt mehr. Also ich werde das machen, dass ich dir Bescheid sag, weil da haben wir beide mehr davon. Genau. Wusstet ihr, dass Essen auf der Leiter, dass die Geschwindigkeit nicht drosselt? Nee, wusste ich nicht, ist mir aber bisher auch nicht wirklich aufgefallen. Mir jetzt gerade schon. Alter, ich lass diese Katze jetzt einfach hier rumrennen, das ist mir jetzt egal. Ich weiß, was ich letzte Folge machen wollte. Ich wollte in den Nether. So, kommst du, Katze? Ach Katze. Du heilige Scheiße. Wie schaut's bei mir aus mit der Aufnahme lautstärke? LOL. Hört man mich gut? WTF, ich hab einen Ozelot im Nether. Cool. Ja, super. Ja, geil. Also nochmal, hört man mich gut? Jetzt hört man dich ja, besser passt. Als am Anfang. Super. Passt super. Ja, weil ich das Mikrofon ein bisschen näher an meinen Mund dran hab. Jetzt kann ich es ja ein bisschen näher an meinen Mund dran tun, weil ich ja jetzt einfach mal chillig den alten Popschutz vom Headset von meiner Mutter genommen habe. Klasse Sache. Ja, schon. So, ich farm jetzt Glowstone. Glowstone. Ja.
So ist schön, das lässig. Schön auf Augsburg durchbetont. Jetzt müsste ich wissen, was ich hier wo angepflanzt habe. Habe ich noch Knochenmehl dabei? Nein. Apropos, ich sollte auf Dauer auch mal wieder in meinen, zu meinem Skelett-Spawner gehen und dann ein Monster aufbauen. Du solltest auf Dauer mal den Server wieder auf Easy umstellen, der ist auf Peaceful. Immer noch. Echt? Schon wieder? Ja, schon wieder. Ich sehe hier keine Skelette. Meine Fresse, Quentin, was kannst du eigentlich? Warte mal. Willst du diese Frage wirklich beantwortet haben? Ich kann mehr. Nein? Okay, gut, dann lass mal's. Aber es hat mich schon irgendwie gewundert, dass mich noch kein Creeper in die Luft gesprengt hat. Tut mir leid, aber so an und für sich sollte der... Also ich seh ein Skelett. Der sollte auf 1 sein. Der backt. Die Skelette backen zwar ein bisschen rum, aber ist ja im Prinzip nichts Neues. Eben, das sollte man ja mittlerweile gewohnt sein. Das stimmt allerdings. Fail. Zumindest backt es nicht so ganz so schlimm rum wie bei Bugget. Und vor allem trotzdem wollen wir wieder umsteigen. Ja, ne? Eigentlich paradox. Ja, aber ja, voll stimmt. Toll. So, sogar ziemlich paradox. Irgendwie komisch. Ah, ja. Puh, ich weiß nicht. Ich verzieh mich jetzt dann kurz in die Hände. Ja, mach ich dann auch. Ich muss nur ganz kurz meine Felder fertig machen. Na, jetzt bin ich fast tot. Ja, super. Hey, ich habe immerhin fast... Ja doch, ich habe mehr als ein Stack Glowstone immerhin jetzt rausbekommen. Ich habe 57 Karotten. Was? Ich habe aus meinem einen Feld 47 rausbekommen. Jetzt habe ich mehr als 3 Stack. Habe ich die... Ich habe natürlich die Hoe nicht mehr im Inventar. Das war aber irgendwie auch klar. Wie willst du auch eine Hoe in dein Inventar kriegen? Die sind doch viel zu groß. Super. Voll lustig, ne? Ja, du bist so lustig. Jetzt höre ich die Musik zum Beispiel überhaupt nicht mehr. Okay. So, jetzt höre ich sie wieder. Tut sie doch einfach nach. Aha. Alles klar, also wenn man bei uns ins Portal reingeht, dann kommt man in den Nether. Wenn man durch das Nether-Portal wieder rausgeht, kommt man in irgendeine Höhle. Ah. Am Arsch der Welt. Selbes Problem hatte doch, glaube ich, Gronkh auch. Ich bin jetzt am Arsch der Welt, farm hier ein bisschen Kohle. Auch schön. Und port mich dann auf Dauer zu einem von euch. Wie kommst du zurück? Durch Teleportationsdiagnostik. Minecraft-Subs ein bisschen leiser machen die Nerven. Die Minecraft-Subs? Sounds. Und ein Zombie. Der nervt auch. Kennt einer von euch die Thorncraft-Mod? Was für ein Ding? Thorncraft. Nö. Was bringt die? Diese. Nee. Fügt zum einen neue Erze ein. Zum Beispiel so Sachen wie Quecksilber oder Bernstein oder sowas. Und fügt außerdem so eine Art Magie in Minecraft ein. Klingt ist behindert. Eigentlich lustig. Mein Inventar ist wieder voll. Um mal wieder einfach schamlose Fremdwerbung zu machen, gibt's bei Shuffle gerade, nicht bei Shuffle LP, bei Spark of Phoenix gerade ein tolles Let's Play dazu. So ein Let's Play Thorncraft? Nein, bei denen heißt Let's Play Magic Craft, glaube ich. Ist glaube ich so ein selber zusammengestelltes Modpack dann mit allem. Ich hab ne Mine gefunden. Cool. Schön, Stefan. Sobald du Dias findest, sag mir Bescheid. Ja, ja. Ich nehme sie nämlich gerne. Kartoffeln. Ja, du nimmst sie aber dann bitte nicht alle. Nee. Wie gesagt, wir teilen sie uns. Ja, ich hoffe mal. So. Ich hab hier bloß ein klitzekleines Problem. Wir gehen die Fackel raus. Oh mein Gott. Und diesmal sollte die Aufnahme auf jeden Fall bei mir gelingen, denn, es braucht jemand Kohle, ich hab Kohle in Überfluss. Super. Das finde ich super. Und Lapis mittlerweile auch. Oh mein Gott. Ich sollte eventuell, wenn ich Musik im Hintergrund schon laufen lasse, dann sollte ich eventuell die,
Hilfe, Zombie-Spinne. Ausmachen. Und ich sollte eventuell mal dran denken, diese scheiß Home mal mitzunehmen. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Das wäre eine Möglichkeit, dann hast du immerhin eine Befriedigung für unterwegs. Jetzt geht das schon wieder los. Das ist voll das jugendfreie LP, ja? Ja, wer es nicht verstehen soll, tut's auch nicht. Nee, eben. Ja, trotzdem. Wer es versteht, ist zwar noch nicht ganz 18, aber... Ja, ist doch egal. Und Enderman tot. Soll ich eigentlich auch mal durch dein Portal kommen? Wenn du gerne am Arsch der Welt landen willst, gerne. Nö, eigentlich nicht. Hab ich den Fisch noch? Ja, ich hab den Fisch noch. Weil ansonsten rate ich dir dringend davon ab. Also ich bin hier in der Höhle mit so ewig vielen Erzen, aber das bringt mir relativ wenig, wenn ich nicht mehr nach Hause komme. Ich könnte ja theoretisch zu dir kommen, dir helfen, das ganze Zeug abzubauen und dann porten wir uns beide zu Stefan. Ja, aber nur theoretisch. Aber ich kann auch einfach das Zeug alleine mit meiner Glücksspitzhacke abbauen und mich dann zu euch porten. What the hell? Mein Problem ist nur, dass mein Inventarplatz sehr begrenzt ist. Ja, genau deswegen habe ich ja gemeint, ich kann kommen und tragen helfen. Du willst doch nur das ganze Zeug abstauben. Allerdings. Nein, und selbst wenn, hätte ich nichts dagegen. Ich meine, ich habe momentan eh eine Fülle an Zeug, die unerschöpflich ist. Gott, klingt das geschwollen. Tja. Ich weiß nicht, in Nether würde ich schon gern, aber ich würde auch wieder zurückkommen, ganz gern. Gerne, das habe ich mir eigentlich auch so vorgestellt gehabt. In Nether ganz gechillt und dann wieder zurück mit dem ganzen Glowstone und jetzt? Nee, nix da. Kann ich knicken. Ficken. Diamanten finde ich ja auch gar keine. Dann muss ich ja nicht kommen. Nee, gibt nix für dich zu klauen, tut mir leid. Ja nee, wenn's generell nicht wirklich was Sinnvolles da gibt. Also ich habe jetzt schon wieder fast 2 Stacks Lapis, 27 Redstone, 5 Gold und 17 Eisen. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kohle. Ich habe 7 verdammte Kohle. Also das Lapis könnte ich... Das kann ich auch brauchen. Ja, okay, für Deko-Blöcke oder so, aber... Nee, für mein Bart. Eigentlich für mehr auch nicht. What the fuck? Ja, ich bin zu voll... Lol. Ich bin schlichtweg viel zu faul, hier das ganze Zeug wegzugrasen. Das nicht immer? Nee. Normalerweise bin ich doch so gierig. Ja, das stimmt allerdings, ja. Ja, zumindest wenn es um das Zeug anderer geht. Ja. Nein, nicht zumindest, sondern gerade dann. Ey, Skelett, du willst mich doch verarschen, oder? Ja, frag's doch. Was soll ich machen? Das Fragen. Das Skelett fragen, ob es dich verarscht? Hab ich doch gerade. Nee, leider nicht. Es ist in die Lava gesprungen. Ach so. Kurzum, ja, es wollte mich verarschen. Okay. Kranke Scheiße, ist hier viel Wasser. Das ist eine völlig neue ist hier viel Lapis, das geht mir so auf die Eier. Was, die Lapis geht ja auf die Eier? Deine armen Eier. Ja, ne? Ich glaube, ich verbrenne. Ja, ich bin verbrannt. Meine Güte, was machst du denn? Verbrennen, sieht das man doch. Das macht aber nix. Na, wie viel geiles Zeug hattest du dabei? Pro-Gamer Phil? Nix Wichtiges eigentlich. Ich glaube zumindest, dass nicht viel Wichtiges dabei war. Außerdem komme ich da recht schnell wieder hin. Und ich bin ja nicht in der Lava verreckt. Dass ein bisschen was in die Lava reingeht. Nee. Ich war ewig weit weg davon. Gott, ich habe keine Fackeln mehr. Ich muss mich jetzt langsam zu einem von euch porten. Vor der Lava, wo sie mich. Ich habe mehrere Stacks Kohle, aber keine Fackeln mehr. Das ist auch geil. Ich könnte jetzt natürlich Holz nehmen und zu dir kommen.
wenn du das willst.